Ja, kommt. Bringt ja nichts, ne? Je schneller ich jetzt hier anfange, desto schneller ist das Spiel vorbei. Boah, hier gibt's unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Natürlich nehmen wir normal, weil ich eine Sissy bin. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten. Dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Hey, Ona. Alles gut bei dir? Also heißt es, eine Option ist sterben und wenn wir in den ersten 5 Minuten sterben, ist das Spiel vorbei und der Journalist hat dann einfach nicht gut recherchiert? Ona, bist du heiß auf Horror, ja? Fortfahren. Was macht denn die Steuerung? Bestimmt WASD, ne? Ich bin kein Freund des Horrors, frag mal mich. Ist der Ton okay für euch? Ich höre gerade mehr Auto als das, was im Radio gesagt wird. Sprecher ist relativ leise, ja, bei mir auch. Aber das Auto hört ihr gut, ne? Ist das die Nervenheilanstalt da? Auto ist da, ja top, mehr höre ich auch nicht. Und ein bisschen Geige jetzt. Mount Massive Asylum. So, so. So, und Duki meint, gleich ist ein neues Höschen fällig, ja? Pinkel ich mich gleich ein vor Schreck. Also, was haben wir? Block. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Oh, schon wieder was mit Berg, ne? Was ist denn, was haben denn Horror-Dinge und Berge so gemein? Das verstehe ich nicht. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Aha. Batterien. Safe Mangelware, ne? Eine Kamera. Mhm. Bisher musste ich noch nichts machen. Bisher ist okay, ne? Aber was für ein schöner Sonnenuntergang. Oh, deine Ziele werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen, N und gesammelten Dokumente, J. Untersuche die Nervenheilanstalt. Na Mist. Was ist denn hier? Gibt's hier schon was? Hier komme ich gar nicht rein. Doch. Hallo. Können wir hier was mitnehmen? Das Parkhäuschen ist doch bestimmt auch nett. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste.
Drücke rechte Maustaste, um deinen Camcorder bereit zu machen. Was heißt denn bereit? Um auf Aufnahme zu drücken? Ereignis aufgenommen? Was ist denn passiert? Drücke N, um ihn zu lesen. Was? Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 71 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Security System unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer an diesem Ort herausschlagen wollten, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Bin echter Angsthase, kann natürlich auch sein, dass du am Ende denkst, dass ich ein Weichei bin. PS bin ich auch. Ich doch auch. Muss ja auch immer jetzt schön auf die Tasten gucken, was ich hier mache. Ist mein Kameraspeicher jetzt gleich voll oder wie sieht das aus? Mache immer wieder aus, ne? Können die auch sinnvolle Sätze machen? Klingt gerade wieder so nach Google-Übersetzer, ne? Ding. Wann Fettfinger-Counter? Halte, umschalten, links gedrückt. Man nennt es auch Lumsch. Halte Steuerung links gedrückt. Was gibt's hier noch so? Ein paar Autos. Gewitter, ja. Na, Romy, brauchen wir hier einen Fettfinger-Counter? Ding dong. Okay, die Eingangstür ist schon mal zu. Das ist groß, das Gebäude, ne? Braucht man hier nicht. Okay. Das ist sehr groß. Ich kenne das Spiel nicht. Ah. Guck mal, da ist Licht an. Und alles ist hier zu. Schweinerei. Kann der ewig sprinten? Unser Reporter? Ja, hat gut Luft, ne? Mehr als ich so. Nee, er atmet schon. Warte mal. Will langsamer, oder? Wird der langsamer? Nee, der atmet nur schwer. Lass ihn mal kurz eine Runde hier laufen. Nee. Der kann unendlich laufen. Das ist gut. Einmal kurz testen. Ja, wenn das da so kleine geschlossene Räume sind, wird das ja sowieso abartig, ne? Komm, jetzt hör auf, so zu atmen. Stell dich nicht so an. Jetzt mal wirklich. So weit war das gar nicht. Speichert. Jetzt schon. Halleluja. Das ist eine Tür. Ein Klettergerüst. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben, Mausrad nach unten zoomen. Ist er denn einsatzbereit? Jetzt sieht man hier gleich irgendeinen gruseligen Shit, ne? Eieiei. Wenn man so richtig reingezoomt hat, ne? Hab nichts gesehen. Einsatzbereit heißt nur, wenn du den benutzt. Okay. Das ergibt Sinn. Aber hier so ein schöner, idyllischer Brunnen. Ist so nett, ne? Bisschen Bäume. Bisschen Sonnenuntergang. Ist so hübsch. Wie schnell geht denn der Akku leer jetzt? Bestimmt schnell, ne? Obwohl, kann man hier hochklettern? An dem Ding? Wie gut
Kann man klettern? Gar nicht. Das war ein kleines Hüpferchen, du. Ah, da ist eine Leiter. Ups. Okay, Leiter geht. Akku wird dir, glaubt, doch erklärt. Ansonsten kann ich es noch sagen. Ah, perfekt, danke. Dankeschön. Das ist ein absurdes Geräusch, ne? Drücke Leertaste, während du dich vorwärts bewegst. War das jetzt das Kletter-Tutorial? Wahrscheinlich, ne? Oh, ich will erstmal die... Will ich jetzt die Tür oder will ich... Ist doch besser... Die Tür ist bestimmt auch zu, ne? Aber wir gucken erstmal. Ich will runter. Ja, einfach so runter. Tut er sich nicht weh? Wenn er den hier macht? Ah! Dafür, dass hier noch nichts passiert, ne? Ist die Musik schon ganz schön hektisch. Komm, mein Junge. Wir nehmen erst die Tür, bevor wir einbrechen. Aha. Ja, okay. Mist. Wir brechen ein, alles klar. Na gut. Ist halt so. Ja, aber ich hab's ja noch nicht ausprobiert. Kann doch nicht jede Tür geschlossen sein. So, nochmal eben hier Tee gönnen. Oh, no, 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 no. Wie lange geht das Spiel? Lange, ne? Vor allem, wenn ich das spiele. Glaub ja, du drückst dich nur vor der Anstalt. Sag doch sowas nicht. Sag doch sowas nicht. Nein, nein. Nein, nein. Ah gut, ab in die Anstalt. Herr Siggi, na klar. Ey, film mal den Bums hier. Rekord. Drücke F. Während du die Kamera breit hältst, um die Nachtsicht auf deinem Camcorder einzuschalten. Beachte, dass das Nachtsichtgerät deine Batterien verbraucht. Setz es überlegt ein. Und man sieht ja gar nichts. Alter, ist doch blöd, ey. Ey, vor allem für so Blinde wie mich, ne? Leute, guckt mal, wie schnell der Akku hier hops geht, ne? Das Spiel ist gleich vorbei, sag ich euch. Gut einteilen, du bist ja witzig. Ich sehe doch auch mit Akku kaum was. Wo bin ich? Sind hier nicht bei Dark Souls? Was? Ist ein Busch? Er hat mich verlaufen. Hallo? Guck. Muss man ab und zu sich gut umschauen. Oh, Duki. Da sind wir hier falsch. Hallo? Hallo? Oh nein, irgendwelche komischen Kirchenmenschen. Oh no, no. Da ist schon direkt Gefahr, ne? Holy shit! Was war das denn?
Nö, nö. Krabbel dich mal hier voran. Stimmt nur ein verstopfter Abfluss. Ich halte die linke Maustaste gedrückt. Ne, wofür ist das eigentlich hier? Aber sind hier schon irgendwo Batterien? Ich traue mich gar nicht, die Batterien einzusetzen. Batterien? Batterien, hallo? Hat die wer auf der Couch vergessen? Und auch die gleichen, die in meiner Kamera sind? Strom ist ausgegangen, ne? Aber Fernseher läuft, alles klar. Ah, ne. Ist nur die eine Birne kaputt gegangen, ne? Da ist Blut. Mit wie viel Gewalt der das hier zugeremst hat. Was ein Vollidiot. Ist hier nicht Gefahr irgendwo? Eine Batterie. Batterie wechseln auf. Machen alle immer irgendwie Krach. Ey, die sind doof, ne? Und wie schnell der das macht. Aber ich muss ehrlich sein, ich mag das gar nicht weiterspielen. Können wir nicht wieder ein bisschen softeren Horror machen? Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Was? Der Billy. Der wird uns gleich umbringen wollen, ne? Ist doch irgendwie immer so. Hämatokrie, Zentrifugierung, bla bla. Okay. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Macht es mal aus, das nervt mich. Ja, gut. Geht nicht. So ein Lüftungsschacht. Ja, nett. Was ist das? Gedärme? Wash your hands. Machen bestimmt nicht so viele. Das sind ja meine Füße. Zu also, ja. Was ist da so? Auch zu.
Boah, ich würde mich jetzt schon gerne vor dem Spiel drücken, ne? Würde jetzt schon gern was anderes machen. Ich muss ehrlich sein. Ist doch total harmlos. Nee, Lord. Räums. Nee, Lord, finde ich überhaupt nicht harmlos. Das Spiel ist sau unangenehm. Ich fühle mich sehr unwohl tatsächlich, direkt schon. Ich finde die Atmosphäre beim Spielen total grauenvoll. Ja, eben. Das ist nicht schön. Wir haben 1 Million Türen. Library ist doch dein Ding. Ja, voll. Ey, da liegt schon irgendwas auf dem Boden, ne? Boah, ich würde jetzt am liebsten den Schocktober absagen. Alter! Meine erste Reaktion ist ja immer die geilste, ne? Erstmal wegdrehen. Wie bei Layers of Fear. Ich habe nicht gesehen, was das war. Hab doch gesagt, die Library ist nice. Hallo, Batterien. Batterien. Guck. Ich sehe keine Batterien, ne? They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Ich will nicht mehr. Die Atmosphäre, die macht mich auch ein bisschen fertig jetzt, ne? Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nicht. Ups. Und das bollert jetzt so im Hintergrund irgendwas. Das ist doch ekelhaft und ich traue mich jetzt gar nicht, die Taste loszulassen, Mann. Ich schreibe schon mal auf Raten. Guck. Jetzt hör doch mal auf, so zu atmen, Junge. Uff. Wollen wir nicht lieber Genshin spielen?
Ich will das gar nicht weitermachen. Ich krieg den Kopf weh von, ey. Gehen wir ins Dunkle? Oder bleiben wir in hell? Da bewegt sich irgendwas, ne? Ich hab's doch gesehen. Guck uns mal erstmal hier so einen Scheiß. Über Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht... Ach, auf den Namensschildern stand sogar was. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirb dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Konnte er doch, oder nicht? Ups. Moment. Toiletten sind immer Gefahr. Keine Batterie. Boah, Leute, das ist so unangenehm, ne? Ich will nicht mehr. Little Fig. Wird jetzt durchgezogen. Genshin ist keine Option. Boah, weil das ist... Also, ich mag echt nicht, ne? And who are you? Ich fühle mich so unwohl wie noch nie. Also Until Dawn ist da ja ein Witz gegen. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ich muss mir das Spiel jetzt irgendwie schönreden. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Man kommt nicht einfach so raus. Ja, sicher ist klar, ne? Schön. Yum, yum. Eidesstattliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch. Im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung, Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial, akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berichtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff-Corp. Oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Hey Sonon, alles gut bei dir? Ey, wisst ihr was? Ich versuche mir das jetzt einzureden, ne? Eigentlich muss man doch vor gar nichts Angst haben, ne? Hier passiert ja nicht mal was. Und selbst, ich bin kurz davor, das Spiel abzubrechen. Wir haben quasi gerade erst angefangen. Ich bin kurz davor, den ganzen Bums hier abzuschalten. Romy? Romy? Romy, no, no.
Batterien. Irgendwo. Sicher nicht, ne? Sicher nicht. Warum sollte es auch? Warum sollte der auch leise darunter hüpfen? Also, m-m. Machen wir wieder ein bisschen Pitschi-Patschi hier. Yam. Yam, yam. Ein Dokument, das blinkt. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Stufe 3 Hormone risikobehaftet. Aha, aha. Was ist eine Spirometrie? Was ist das? Hier, Romy, du weißt sowas doch bestimmt, ne? Er gab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Lungenfunktionstest, danke Lord. Extensive Dermaleruption ebenso übereinstimmt mit fehlgeschlagener Morphogen. Oh, was ist das denn alles? Gamma war schneller. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht. Vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Wiki-Bildung. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Ah, eine Wand! Also Kuh macht schon mal gar nichts. Ah. Aha. Aha, jetzt. Nee, aber ohne Witz, ne? Ich will das nicht weiterspielen. Da ist ein Mann im Rollstuhl. Hallo? Aber nirgendwo liegen Batterien, ne? Und sobald wir an dem vorbeigehen, passiert irgendwas Blödes. Hallo? Hä? Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Hä? Gebrochene. Aber gerochen sie auch schlecht. Na? Sonst so? Wie ist mit euch?
Alter, was ist das? Boah, ich hab keinen Bock mehr. Da ist doch schon wieder irgendwas. Hat was von öffentlicher Universität? Ah, du bist auch ein Knaller, ey. Ey, nirgendwo gibt's Batterien, ne? Übrigens kennt ja nur private Einrichtungen. Schlüsselkarte. Ah. Ha. Du hast doch noch 3 Stück, passt also. Ich vertraue dem Braten hier nicht. Ach, und hier ist jetzt Schluss? Hier kann ich gar nicht weiter irgendwo. Oh. Woher weiß ich denn, wo ich ja als nächstes hin muss? Gibt's hier was? Boah, das ist für mich, also das ist nichts für mich, ne? Ich muss ehrlich sein. Sowas ist nichts für mich. Kommt jetzt wieder dieses komische Geschrei? Nee, diese Atmosphäre ist so unangenehm. Das ganze Spiel ist so beklemmend, ne? Ey, das macht mich fertig. Du Fiesling! Bitch! Tritt zu! Du Schwein! Was für ein Frechdachs, ey. Geht immer gar nicht. Ich weiß gar nicht. Das catcht mich jetzt nicht, ne? Ist hier irgendwo eine Map? Salz. Wo ist denn das neue Scam-Emote? Pack doch mein neues Scam-Emote aus. Oh, mal die guten neuen Sachen hier. Ich hab's mit so viel Liebe gemacht. Extra für euch. Nutze den Sicherheitsterminal. Ja, toll. Hast du Batterien? Der hat eine Batterie. Ja. Ich weiß nicht, ich bin so grundangespannt. Kann ich gar nicht erklären. Ich bin so angespannt, ich fühle mich so unwohl. Ist mir egal, was ihr jetzt noch so da draufsetzen wollt. Und
sein Atmen, ne? Ba. Ba. Iba. Wollen wir nicht irgendwie sowas machen? Spiel, deswegen ist das Spiel so gerne von Zuschauern gewünscht. Das ist schon fies, ne? Dass ihr daran Spaß habt, wie ich mich wirklich quäle. Oh, hallo. Du kannst nach hinten schauen, indem du im Laufen Q oder E drückst. Werd ich wohl tun müssen, ne? Wo wollen wir hin? Zum Security Room und Electric Room? Electric Room ist unten. Sicherheitsterminal. Könnte aber Security oder Technik. Bist du doch schon groß, du schaffst das schon. Ey, habt ihr nie vor irgendwas Angst? Ihr sagt das jetzt so. Dem Atmen nach ist der Typ seit 15 Jahren keinen Schritt mehr gegangen, sollte 400 Kilo schwer sein. Merkt euch in Wings Anwesenheit nicht schmatzen oder atmen. Zumindest nicht so laut, ne? Also müssen wir in den blöden Keller, ne? Weil im Keller ist immer am wenigsten Gefahr. Aber Captain, vertraue ich dir jetzt? Mit Security Room und Technik, Electric Room? Wie hieß das Ding? Sicherheitsterminal. Das musste doch in Sicherheit sein. Oh fuck. Hör mal, ich werde hier auch zum Profi im Fluchen, ne? Ich überleg grad, lässt wer Batterien auf dem Klo? Nee, ne? Müssen wir nicht reingucken, oder? Dann lagen da ganze 8 Stück. Guck mal, hier ist eine. Das hat einen Bogen gemacht. Boah, Leute, ne? Ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich kann gleich direkt duschen gehen nach dem Stream. Ich will da gar nicht draufdrücken. Dieses Türen öffnen. Wenn man Nasenbluten hat und niesen muss. Ich hatte noch nie Nasenbluten. Doch einmal, glaube ich, so ein paar Tröpfchen, aber... Bei mir wird das Spiel Stunden dauern, ne? Wenn ich das spiele. Weil ich so Schiss hab. Wings popelt wohl nicht. Nee, Nasenbluten kriegen doch auch Menschen, die nicht popeln, oder? Nein! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Security. Boah, Captain, ne? Du wolltest mich verarschen und mich direkt zur Technik schicken, ne? Captain, du Fiesling. Es wäre, also ich wäre schon echt dankbar, wenn ihr mir hier helfen würdet. Trinke, ja, als ob das Spiel jetzt hier vorbei wäre. Verarsch mich doch nicht. 12 Stunden Timeout für Captain.
Hast du eine Batterie? Nee. Guck mal, setz dich doch erstmal. Ein richtiger Hacker, ne? Dum, 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 dum. Verstecke dich im Schrank. Oh. Ist ja ein ekliges Ding. Mein Atmen hört der auch nicht, ne? Also Ohren sind schlecht von denen. Ohren sind schlecht. Wer spielt denn da Tuba? Ja, wir bleiben einfach im Schrank, ne? Gar kein Step. Aber ohne Witz, ne? Ich kann nicht mehr. Ich kann gerade nicht mehr. Ich finde das so anstrengend. Ich muss mal kurz hier Pause machen. Ich brauche eine Pause. Ich brauche ein paar Minuten was Schönes. Boah, Gott sei Dank habe ich auch wieder Pause gemacht, ne? Ich kann nicht mehr. Es ist so anstrengend. Gibt es halt Genshin zum Entspannen? Ja, später, ne? Aber so eine Stunde muss ich ja bestimmt noch mindestens machen, um euch jetzt zufriedenzustellen, oder nicht? Oder wir... Genshin Herz Impact. Ah, nein. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Es ist schon arg anstrengend. Ist schon hart. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das so blöd wird. Kann nicht mehr. Das wäre auch so unangenehm, ne? Und ich habe mich heute schon versucht, mental auf das Spiel drauf vorzubereiten. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ich nehme das überhaupt nicht ernst. Und ich rush da voll durch, ne? Hab mich so richtig motiviert und jetzt sowas. Und ich hab so Hitze. Ja, also wer sich gruseln möchte, das hier. 10 von 10, ne? Gibt's Leute, die sich vor sowas nicht gruseln? Auch unter euch vielleicht? Hat das irgendwen voll kalt gelassen? Eventuell? Eventuell? Passiert sowas? Mich. Hey, Blaumeise. Ich spiele es ja nicht. Ja, aber so von denen, die das spielen. Fand Outlast nicht so schlimm? Echt jetzt? Oh, Blaumeise, ich habe, glaube ich, jetzt gefühlt 10 Minuten oder 5 Minuten Progress gemacht, ne? Und den Rest, den hocke ich hier gerade im Schrank. Und ich bin durchgeschwitzt gerade. Wie war denn dein Montag bisher? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn mein Controller? Aber ist ja ohne Controller. Ja, Angst nicht, eher Stress. Ja, ist ja, ist es. Du musst raus aus dem Schrank. Ich weiß ja nicht. Hier, speichern und beenden wäre schön. Ich brauche noch 5 Minuten, ja? Gebt mir noch 5 Minuten. Scheiße. Oh Gott. Es ist einfach heftig. Ich leide hier total. Ich brauche gleich erstmal ein Eis. Ich verstehe auch nicht, wie man sowas gerne spielen kann, ne?
Das erschließt sich mir nicht. Das ist doch mal so unangenehm. Ich meine, das ist jetzt auch meine freie Zeit, aber wie man sich in der Freizeit hinsetzen kann und sich sowas, solchen Dingen aussetzt, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Was ist verkehrt mit euch? Dass auch alle das Spiel kannten, ne? Passiert ja nichts. Die Pixel tun dir gar nicht wirklich was. Ja, ich versuche auch, mir das genau so einzureden. Genau das versuche ich auch. Aber irgendwie schockiert es mich trotzdem. Diese Denkweise ist natürlich richtig gut. Was verkehrt mit mir ist eine lange Liste. Die Denkweise, die ist ja absolut richtig. Gar keine Frage. Aber irgendwie, während ich das spiele, werde ich so kreativ, ne? Und steigere mich das so hinein, dass mich das richtig fertig macht. Ich bin halt so ein mitfühlender Mensch, ne? Ihr kennt es ja, dass ich mich da voll gut einarbeiten kann. Genau so ist es. Soll mir noch einmal wer sagen, ich sei ein Eisklotz, ja? So, bringt ja alles nichts. Jetzt geh da raus und sag Chris, hallo, heißt der Chris? Hallo? Muss ich erzählen? Jetzt muss ich in den Keller, ne? Attacke! Chris Walker! Und überall ist das Kacklicht aus. Oh, da kriege ich direkt wieder Stress, ne? Können die Monster im Dunkeln sehen? Auch nicht, oder? Die sind doch auch keine Nachtsicht-Experten. Ich will nicht. Ich habe so keinen Bock, Leute. Ich spare, Meise, ich spare. Ich kenne das hier, schau. Ich habe auch schon mal aus Versehen die Batterie gewechselt. Aber boah, ich muss erstmal aufs Klo. Ich muss mich drücken. Ich muss mal ganz schnell Pipi machen, ja? Bis gleich. Okay, spare, wird lustiger. Zu sparen? Ey, nee, ich muss wirklich aufs Klo. Wirklich. Also, ich brauche meine Zeit. Bis gleich. Thank you.
Hallo, Sirene? Was ist das denn? Was ist denn bitte die Klo-Sirene? Nee, vor die ich mich in Outlast gestellt habe zum Beginn der Klopause. Kurz mal nicht da und schon ein Weltuntergang. Was? Ich weiß nicht, was hier los ist. Könnt ihr mir jetzt bitte Tipps geben, wie ich hier mutiger werde? Also Meise, du sagst nicht sparen. Jetzt verarsch mich doch nicht. Ab in den Keller, da ist es fast sicher. Stell dir einfach vor, die haben kleine Pimmel mit Mützen. Duki! Die hypnotischen Experimente und die Forschung im Gebäude 13 in Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Finger zeigt, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst, Bommelmützen. Ne, so diese dicken Fellmützen. Vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelinge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Kennt ihr nicht diese Elefantenunterwäsche für Männer? Miss Pierce führte diese Anweisung und genau feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Ei, ei. Fand ich immer ein wenig unbequem. Dung. Ist ja gar nichts. Hä? Kann mir mal wer sagen, wie viel Prozent des Spiels ich schon hab? Who's there? Kommt ihr mir jetzt hinterher? Wo ist denn hier so ein Schrank? Da kommt der Safe nicht durch. Hier, Bitch. 3% erst? Von der Zeit, du hast quasi das Tutorial. Was? Wir haben jetzt das Tutorial? Nee, ne? Ey, Leute, wir werden dieses Spiel safe nicht zu Ende spielen, ne? Das verspreche ich euch. Ich kann, das ist doch nicht machbar. Desillusionier uns in den Orbit. Hey,
weiterlaufen, während du verzweifelst. Alles klar? Hallo, Schalter? Schalten Sie die beiden Gaspumpen ein, betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Hat wer Batterien gesehen? Was für fucking Gaspumpen? Lauf, Wings, lauf! Pumprum. Pumprum 1. Alter! Was machst du für einen Lärm da? Schließ doch die Tür, Mann! OMG! Rein da! Uff! Zwingt ihr sie zur ganzen Reihe? Der ist jetzt hier, ne? Nee, nee. Jetzt mal so eine Frage noch. Interesse. Blaumeise ist Expertin. Was? Hier war keine Miezekatze. Sind die Schränke so Safe Spaces? Kann mir im Schrank nichts passieren oder reißt er gleich den Schrank auf und bringt mich um? Bitte, bitte, bitte antworte ehrlich. Das interessiert mich jetzt noch brennend. Aber kommt drauf an, nicht jeder ist safe. Er kann die auch aufreißen. Ah, scheiße. Dann fühle ich mich jetzt noch mal unwohler. Danke dafür. Dead by Daylight spielst du doch auch gerne. Ich würde sogar... Danke dafür, Blaumeise. Ja, dir auch, Doki. Aber Dead by Daylight kann ich nicht streamen, ne? Und jetzt? Die können Nachtsicht! Die können ja Nachtsicht! Wie laufe ich denn jetzt? Warte mal, was mache ich denn jetzt mit dem? Warum kann ich das nicht streamen? Weil mein PC das nicht schafft. Okay, wie entkommt man vor denen? Kann mir das wer sagen? So verlaufe ich doch jetzt alle Batterien, die ich habe. Einfach immer etwas wegrennen oder verstecken. Oh Gott, ich brauche wieder eine Pause, Alter. Oh mein Gott.
Der verfolgt dich nicht permanent. Ich bin wieder so platt gerade, ne? Das ist doch ein absolutes Chaos-Spiel für mich. Ja, aber BK, viel Spaß bei New World, ne? Ich jammer hier noch so ein bisschen rum. Puh. Ich mag nicht mehr. Das ist doch ein Kackspiel. Wer hat sich denn sowas bitte ausgedacht, ne? Oh nein. Nee, Leute, ich kann das nicht weiterspielen. Also ohne Witz, ne? Das macht mich so unglücklich. Ich weiß, ich mache euch unglücklich, wenn ich das nicht weiterspiele, aber das macht mich gerade mega unglücklich. Kann nicht mehr. Wings macht sich ins Höschen, das geht nicht. Das geht so nicht. Kingdom Hearts, Far Cry und Co. warten schon auf dem Friedhof. Warum ihn? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon runtergeladen habe. Lass mich mal kurz bei Steam gucken, ja? Aber sowas schaffe ich nicht. Schaffe ich einfach nicht. Hey Flo. Wie geht es dir? Was sagt meine Bibliotheka? Ich hab das noch gar nicht. Immerhin schon bis zum 11. Oktober durchgehalten. Ach, Kacke. Ich hab das Spiel nicht runtergeladen, aber ich kann das Spiel ja mal runterladen lassen, ne? Moment, ich muss hier erstmal so, aber nochmal hier so eine Drosselung reinhauen, oder? Uff. Meine Einstellungen. Wie groß ist denn das Spiel, bevor ich jetzt hier anfange runterzuladen? 1000? Ja, aber es wird schon besser, wenn wir das andere Dark Picture Spiel spielen. Ich habe ja beide. Also ich habe sowohl Men of Medan als auch Little Hope geladen. Ist die Reihenfolge wichtig? Einstellungen, drossel mich. Drossel mal. Auf. Sagen wir mal 20. End of Mean ist, glaube ich, ziemlich groß. Oh, sie haben einen neuen Gegenstand im Inventar. Toll. Chris Walker. Eine Chris Walker Sammel. Was ist das eigentlich immer von Steam? Das habe ich noch nie verstanden. Friends? Oh, scheiße, das ist ja wirklich groß. Ne, das spielen wir heute nicht mehr. Das machen wir heute nicht mehr. Das ist 62 GB groß. Was ist das denn? Das ist zu groß, Leute. Es gibt so Sammelkarten auf Steam, war mal irgendwann eine große Sache. Ja, aber habe ich nie verstanden. So wieder da, was machen wir nicht mehr? Men of Medan spielen, weil das kriege ich jetzt nicht runtergeladen. Blaumeise, ich kann nicht mehr. Blaumeise, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das Spiel ist so anstrengend. Ich quäl mich so. Drei Schalter waren das? Wo war denn der dritte? Batchcraften für Steam-Level? Noch nie was von gehört. Hey, Mackie.
2 hinter einer Tür im Hauptraum. Uff. Habe ich dich gewarnt oder habe ich dich gewarnt? Ja, du warst der Einzige, der mich gewarnt hat. Aber... wenn die beiden aktiviert sind in dem Gang, wo er rauskam im Electrical Room. Oh Gott. Wer hat schon damit gerechnet, dass sie es ernsthaft zu Ende spielt? Oh Lord. Aber ihr habt da alle für... ihr habt da alle so drauf gesetzt, ne? Dachte ich, ihr meint es ernst, dass das toll ist. Aber das ist ja gar nicht toll. Es hat noch nicht mal eine tolle Geschichte oder so. Das ist voll der Ramsch. Zeig es den Kritikern. Wir machen das. Boah, Blaumeise, ne? Was, bist du Motivationstrainer von Beruf? Moment, ich lese mir erstmal nochmal. In der Wette waren auch 15 Minuten drin. Bis jetzt ist Britzom. Echt jetzt? Ihr habt heimlich darauf gewettet? Ist es euer Ernst? Und was passiert mit mir? Ihr habt heimlich darauf gewettet? Und wer hat hat irgendwer gesagt, ich schaff das? Lass sie mit ihren Wetten nicht durchkommen. Hätte ich das gewusst, ich hätte mitgewettet. Und was kriege ich was dafür, wenn ich das Spiel durchspiele? Außer eure Liebe. Aber die habe ich ja so oder so, ne? So, aber wartet mal, jetzt schreibt mal nicht den Text von Blaumeise weg. Noch eine Tür im Hauptraum. Ihr Fieslinge. Meise ist die Einzige, die an mich glaubt. Aber besonders gut versteckt habe ich mich hier nicht, ne? Geh weiter, Mann! Geh weiter! Aber wo ist denn noch eine Tür? Gestresst bin. Ich habe so verzweifelt nach der Tür geguckt. Am Anfang hängt ein Raumplan. Echt jetzt? Er hat gesprochen. Uff. Können wir eine Vorhersage starten, bis wann sie noch durchhält? Gar nicht mehr durchhalten. Itachi, Hallöchen. Alles fit? Ich oder Wings? Blaumeise reißt sich gleich die Haare raus, wenn sie hier weiter zuguckt. Sind die Spiele von Supermassive Games deutlich entspannter? Kenn ich nicht. Was ist Supermassive Games? Itachi, bist du Fan von Horror?
Okay, Leute, wir suchen eine blöde Tür. Ach so, ja. Ja, okay. Ja. Aber sowas von. Ja. Und Outlast, wie findest du den Bums? Ganz toll, ne? Geiles Spiel. Rein in die Tür, wo das Licht rauskommt. Wir suchen Licht. Okay. Ansonsten wieder rein in den Schrank, ne? Ich will ja gar nicht drücken. Ich will nicht verlassen. Oh Mann. Oh Leute, ihr macht mich fertig, ne? Ich muss gleich irgendwas zur Beruhigung spielen. Ich kann nicht mehr. Eine Batterie! Rein da! Nee, ne? Ich bin einfach nur im Kreis gelaufen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß hast du? Ey, minus 20, Sonon, minus 20. Schrankverbot? Oh nein, Meister, das kannst du mir nicht antun. Ich brauch den Schrank. Ist das hier der Schulspind-Simulator? Der ist doch hier. Ich höre doch Schritte. Solange du noch lachst, ist alles gut. Das mache ich nur, Captain, um meine Unsicherheit zu überdecken. Das ist doch wohl offensichtlich. Okay, rein in die Tür, wo das Licht rauskommt. Meine Fresse. Höp. Eine Batterie! Zurück! Hilfe! Rein mit dir! Ein Schalter! Halleluja! Jetzt muss ich mich aber erstmal wieder kurz beruhigen hier, ne? So. Und jetzt? Und jetzt muss ich wieder zurück und den Hauptschalter da anmachen. Zurück zum Hauptraum und in der Tafel in der Mitte anmachen. Ja, das meinte ich. Also das, wo die Anweisung stand, ne? Dass man diese Schalter braucht. Ah. Oh oh. Oh oh. Oh no, der ist hier. Seit wann kann der klettern? Ah, der ist genau da. Der guckt gerade in die Schränke rein. Wenigstens hast du immerhin ein Horrorspiel, welches du weiterempfehlen kannst. Ja, aber bei dem Spiel ist es doch so, das kennt doch jeder, oder? Jeder, der Horror mag, kennt das Spiel doch, oder nicht? Nee? Verrückt. Sagte ich nicht Schrankverbot? Aber Meise. Kann Sunny ja mal spielen.
Sie wird's bestimmt besser machen als ich, ne? Du musst rennen! Aber Meise! Soll ich jetzt die Batterie wechseln? Lohnt sich das? Oder noch mit dem Rest gehen? Aus! Oh fuck. Lauf! Lauf, Mann! Lauf! Wieso muss der so schnaufen? Ich weiß es nicht! Wo ist denn das Ding? Mach den Bums an! Holy shit, Mann! Holy shit, ey! Holy shit, Mann! Oh Gott! In der Tür! Ach, in der Tür. In der Wand war ein Loch. Heilige Kacke, ey. Oh mein Gott. Nennen wir ihn Schnaufi-Bert? Ist schon Sport, das Game. Ruhepuls ist da. Oh. Hey, Jesse, schön, dass du da bist. Wird das jetzt eigentlich immer Start- und Stopp-Gaming? Ja, Britzo, ich brauche meine Pausen. Lord hat's ja schon gesagt, ne? Ich habe eh schon zu hohen Blutdruck. Das könnt ihr mir nicht antun. Was sagt denn mein Puls? Zu viel. Es macht doch den ganzen Fluss kaputt. Ist ganz ehrlich, ist mir egal. Ich esse, ich schaue in mein Essen, auf einmal kommt Jumpscare. Wenn du das Spiel durch hast, sinkt er dann dauerhaft. Das ist Therapie, ja, ja. Jetzt müsste ich nach links in diesen komischen Security Room, ne? Rein theoretisch. Rein theoretisch war der Security Room links und ich muss ja auch schon wieder Pipi machen. Ich bekomme Wings schon dazu. Oh, Meise. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, wenn du nicht wärst, ne, hätte ich schon lange ausgemacht. Aber sowas von. Da wäre das hier aber ganz schnell vorbei gewesen. Ehrenmeise. Sowas von. Mach den Bums da an! My son! I didn't want to have to do this to you. Das sieht aber sehr unhygienisch aus. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Okay. Accept the gospel. All doors will open before you. Wieder was geschafft, Leute. Aber wisst ihr was? Fehlen mir da schon Gliedmaßen?
Das war's mit Schlafen für heute Nacht. Ja. Aber wisst ihr was? Das ist das perfekte Game, wenn ich mal eine Wette mit euch verliere oder so, ne? Aber die Kamera hat er da gelassen. Ja, sicher. Drücke linke Maustaste zum Verstecken. Aha. Jetzt kommt ein ruhiger Teil. Aber hier fühle ich mich ganz wohl. Aber ich muss wirklich schon wieder aufs Klo, ne? Aber ihr seht mich ja gerne, wie ich mich quäle. Dann ist das doch eigentlich perfekt, Fritzor, oder nicht? Raus aus der Gummizelle. Raus aus dem Schrank, raus aus der Gummizelle, raus davon unter dem Tisch. Also, aus der Meise. Gucken wir uns doch erstmal diese Notizen an. Und ich habe gar keine gemacht, ne? Er hat aber lange Fingernägel. Nee, ich mag nicht. Ich mag nicht mehr. Hilfe! Hilfe! Verstecke ich mich da gerade gut? Wo sind denn die Schritte? Glaub mich, darfst du ja nicht fragen, ob das perfekt ist. Solche Spiele sind alle nichts für mich und eher uninteressant. Oh, Fritzor, das finde ich gut, dass du das sagst. Das finde ich gut. Welches Zelda wird uns denn morgen schocken? Ab morgen gibt es Wind Waker. Ich hab's mit dem CDI echt versucht. Ich hab's wirklich versucht, aber ging nicht. Kein Ocarina of Time mehr. Das läuft ja nicht weg. Das wird's auch irgendwann geben. Versuch's nochmal. Ja, ich hab's nochmal versucht. Ging nicht. Also ich hab's zum Laufen bekommen. Wings, du kannst das. Sei selbstbewusst und zeige dich der Welt. Komm unter dem Bett raus. Kommt bald bei Nintendo Online. Ja, eben. Nee, Wind Waker wird's. Fuck! Ach so. Ich habe den Ton nicht verstanden. Hast du Batterien? Ne. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks. Bin wir heute wieder raus, Jesse. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Abend. Danke fürs Reingucken. Oh.
Not here. You look like you've seen a ghost. There's an idea. Aber wir haben ja irgendwas gefunden, ne? Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Such patience. I want his tongue. They are yours. Geile Batterien. In so komischen Zellen hier. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Ist aber nicht auf mich fixiert, ne? Ne. Boah, ich brauch wieder eine Pause, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nee, Leute, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich kann nicht mehr. Das stresst mich viel zu sehr. Übrigens ist, glaube ich, auch eine der ersten, die oben an denen einfach vorbeigeht. An wem? Oben sind nackte Männer, vielleicht beruhigt das. Oh ja, die müssten wir uns angucken. Ich habe keine nackten Männer gesehen. Ich bin ein bisschen durcheinander, Green Lunatic. Ich bin durcheinander. Ich habe mich gerade so an den Schulspinnen-Simulator gewöhnt. Ne? Ach scheiße, ich muss ja jetzt eh weitermachen, sonst... Ich will ja nicht, dass unsere Meise unglücklich ist, ne? Ach ne, und er atmet direkt wieder so. Und hier haben wir nackte Männer verpasst. Sind das die nackt? Sind die nackt? Guck, guck. Bett erwachsen. Wir machen jetzt Bettsimulator. What? You look like you've seen a ghost. Tja, hör mal, hab ich ja auch. Fühl mich nicht wohl hier. Aber hört mal, wo ist denn hier der Ausgang? War hier was? Jetzt zockst du den Schniedel-Ab-Simulator, was? Was ist denn hier los? Wo ist Genshin hin? Ich hab's doch Meise versprochen. Ich hab's doch der Meise versprochen, dass wir so ein bisschen noch machen. Such den Ausgang. Ich würde auch lieber Genshin spielen. Ich muss ehrlich sein, ne? Man, den hier hatten wir schon. Jetzt kommt er nicht mehr. Ah, nicht. Hat der Batterien für uns. Nein. Ach nee, nix. Will nicht spoilern. Ja, bitte nicht. Bitte nicht. Ey, warum sieht man da nichts? Ah, da war Licht. Oh, shit. Ich hab den Ausgang gefunden. Darf ich jetzt ausmachen? Green Lunatic, bist du Fan von dem Spiel? Sei dich.
Hilfe! Hilfe! Hä? Ach so, das ist die andere Seite. Was ist denn überhaupt noch? Ich bin schon völlig verwirrt, ey. Jumpscares verpasst, wird's eh nicht schlimm. Konzentrier dich doch mal. Was wollt ihr? Ich bin doch gestresst des Todes. Wird eh nicht schlimm. Jetzt veräppelt mich hier mal nicht, ne? Ich bin... Kann nicht mehr. Kann jetzt schon wieder nicht mehr. Ich hab was aufgenommen. Kannst immer nur vorwärts. Du kannst dich nicht verlaufen. Sah mir aber nicht so aus. Das hatten wir schon. Ah, scheiß da drauf. Warte mal, da geht's nicht weiter. Da ging's nicht weiter. Hier ist zu. Ey, Blaumeise, ich schaff's auch hier, mich zu verlaufen, ne? Ja, und nu? Okay. Da! Oh Gott! Jetzt hat auch noch meine Uhr vibriert. Ich finde es so interessant gerade. Warum? Aber wartet mal. Die muss ab! Jetzt fühle ich mich nackt. Weil du nicht einen Moment überlegst, wer da vorhin noch stand. Ne, wieso sollte ich auch? Da kam ich ja eh nicht weiter. Den Blutspuren. Was steht da? Oh, follow the blood. Das ist eine tolle Idee, ne? Vielleicht kommst du noch drauf. Oh, Meise? Daran merkt man, dass du selten hier mit die Spiele mitmachst. Ich werde nicht drauf kommen, denn ich bin so unaufmerksam. Meise hat noch Hoffnung. Ja, sie weiß es noch nicht besser. Na toll. Ach, das macht sogar Pfeile.
Durch den Abfluss, mit dem Blut, hat er gesagt. Der einzige Weg nach draußen führt nach unten. Durch den Abfluss, durch den Abfluss, durch den Abfluss. Wings weiß, was sie heute gegessen hat. Internet war weg. Vielleicht will ich da nicht lang. Down the drain. Ich hatte heute lecker Ben und Jerry's Eis. Das war gut. Green Lunatic, spielst du nur Horror? Hast du nur Interesse an Horrorspielen oder magst du auch andere Dinge? Dadurch, dass du dich quasi nicht umschaust, kommst du schnell voran. Mir kommt es so langsam vor, Meise. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, aber Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Sagen Sie mir, wie ich vorgehen soll. Keine Batterie. Andere Dinge, du Fuchs. Das ist ernst gemeintes Interesse. Weil ich spiele nicht so viel anderen Kram. Ach, was... nee, stell dich. Was erzähle ich denn da? Das ich spiele kein Horror, so. Okay. Ne? Wenn ich mich nicht bewege, macht der nichts. Hier ist keine Blutspur mehr. Jetzt hat er es auch nicht gesehen. Doch, hat er. Oh, nö.
Wie mache ich das denn jetzt hier? Und der eine guckt nur zu. Das ist der wahre Held der Geschichte, ne? Jetzt aber! Mrs. Sneaky. Krabbel unter den Tisch. Ich hab's ja jetzt geschafft, ne? Aber wie hätte ich denn da weiterkommen sollen? Da war doch keine Chance. Und jetzt habe ich ja auch noch eine ganze Batterie verballert. Geht er jetzt dahin zurück, wo der hergekommen ist? Naja, doch schon. Bin ich weitergekommen. Meise, du bist so nett zu mir, ne? Vielleicht beim Abhauen etwas auf die Umgebung achten. Oh. Oh. Das ist bei mir ganz, ganz schwierig, ne? Hättest du mal auf leicht gestellt? Mobb mich doch bitte nicht. Schwer bringt es doch am meisten Spaß. Wo ist ja die Challenge? Für mich ist hier jeder Millimeter, den ich weitergehe, die Challenge meines Lebens, ne? Hä? Wie soll ich denn hier weiterkommen? Und da hinten war wieder der Verrückte. Beim Weglaufen mehr auf die Umgebung achten. Es gibt noch mehr Umgebung. Ach so, von da bin ich hergekommen, ne? Oh, dieser Hüpfer. Da kommst du her, ja? Ja. Hier ist nichts. Ich bin so doof, ne? Je gestresster, desto dümmer. Hast du dich nie gefragt, was der Irre bewacht? Nein! Quatsch! Iglo-Backfisch!
Meint ihr jetzt den? Da leuchtet aber auch nichts, ne? Den anderen irren, der dich tot sehen will, natürlich. Ah, wie lenke ich den denn ab? Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Lunatic. Danke für den Follow. Ah, wenn Leute durch sowas hier reinkommen, ne? Wenn sie nur wüsste, was sie gerade getan hat, den Typen freigelassen, ne? Ich mag wieder jetzt nicht mehr. Er leistet dir gleich Gesellschaft. Er haut gerade die Tür auf. Er haut gerade die Tür auf. Das habe ich doch gehört. Und wenn ich so gestresst bin, mich juckt dann auch immer alles. Ich muss mich dann überall immer kratzen. Ach Gott, ey. Hier ist gar nichts. Wo musst du hin? Zum Blut? Nach links? Meise kriegt gleich die Krise. Ich meine, das ernst, Wings. Wir spielen das durch. Was hast du mit dem Knopf gemacht? Gedrückt. Stell dir mal vor, jetzt kämen Hände von hinter dir. Mein Untergang. Aber solange ich diese Schritte höre, was ist durch das Drücken passiert? Eine Tür ist aufgegangen. Ich hab Spaß. Ich nicht. Ich überhaupt nicht. Halleluja! Moment, ich gehe da jetzt nochmal hin. Das da hat sich geöffnet. Oder irgendwas ist passiert. Was ist denn da passiert? Wo ist die Tür? Hör mal, ich weiß es nicht. Woher soll ich das denn wissen, wo diese Tür da ist? Raus aus dem Schrank. Scheiße, Leute. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Die neue Tür war ein Fail. Ist ja gar nichts. Weiter, Wings.
Leute. Da ist man sicher. Juhu. Nö. Sécurité? Schon wieder. His tongue and his lure. Yours. Hilfe. Mine. Zu. Hinunterspringen. Und dich festhalten. Hilfe. Hilfe. Ey, aber ja, Lunatic. Ich nenne dich jetzt Lunatic, ne? Da sind wir ja gut. Ich werde das hier nicht ewig spielen. Ich kann das nicht. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich bin eine Mega-Sissy. Das Spiel macht mir voll Angst. Ach, scheiße, jetzt muss ich da rein, ey. Schlüsselkarte. Für diese Tür. Aber wir haben einmal zwischendurch eine gehabt, ne? Nee? Mach Final Fantasy anderen zocken war. Ist schon angenehmer. Nee, aber ich muss. Gleich ist Schluss. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallrider. Schauen Sie im Merkurkorb-Wartungshandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten. Meise, du sagst es immer so, ne? Aber meine Streamzeiten. Die sind ja aber anders. Da leuchtet was, eine Batterie. Scheiße. Ich freue mich ja eigentlich immer, wenn ich Batterien finde, ne? Aber jetzt hier diese Karte zu finden, wäre schon cool gewesen. Erstmal in die Duschen. Ja, witzig. Need no more space. Alone. Leave me alone. Ha. Solange der mit dem beschäftigt ist, ist er nicht mit mir beschäftigt, ne?
Okay, Dusche, check. Ah, scheiße. Ich sehe doch nix. Nicht gesehen. Ich bin so doof. Hä? Jetzt mal ohne Witz, ne? Da gab's doch... Kannst du noch schlafen? Itachi, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Rein in die Duschen! Ach Mensch. Entkomme. Ja, und nu? My God, he vanished. He vanished without a trace. I just had sarcasm. He thinks we're assholes. Or stupid. Let's pull him in and slit his belly open. Wait. Just a moment. Spiel Silent Hill. Aber mir wird ja jetzt von vielen nett immer was empfohlen, ne? Hör mal. Hör mal! Boy, geh! Leroy! Scheiße. Gar nicht so schlimm, hast du vorhin schon gedacht. Oh mein Gott, ey, solche Dinge sehe ich aber auch gar nicht, ne? Aber wo muss ich lang? Da nicht. Holy shit! Bin ich jetzt schon wieder tot? Aber wirklich? Schon wieder? Aua! Hauptsache die Kamera ist da, ne? Nein, das soll so. Okay.
Iss mal was davon. Finde einen anderen Weg in die Duschen. Nee, Leute, jetzt reicht's aber wirklich, ne? Es ist schon 9 Uhr. Das ist länger, als ich machen wollte.